Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Medulli ist bei uns auf dem Boot, auf dem roten Leuenkönig. Und ja, wir wollten jetzt eigentlich zum Terra-Tempel. Nur leider muss die Session wird ein bisschen kürzer. Ich werde die Session ein bisschen kürzer treten lassen. Da wird nämlich in der nächsten Session erst der Terra-Tempel gemacht. Sodass jetzt im Grunde wieder so ein einzelner Part mit Rumgesuche ist auf See. Ich denke, das ist so ein bisschen passender. Weil ich werde den Terra-Tempel definitiv nicht in einem Part schaffen. Und zweitens, habe ich heute nicht so viel Platz. Also so in dem Sinne. Ist auch wieder richtig warm aktuell. So, der hat irgendwas über die Nintendo-Galerie geredet. Ergo ist es irgendetwas Unnötiges. Hier kommen wir noch nicht hoch. Da brauchen wir einen Greifhaken für. Aber wir haben doch hier eine Insel weiter. Da hatten wir doch direkt die Möglichkeit, Dingens zu finden, ne? So einen goldenen. Oder? Wir können auch ganz andere Dinge ausprobieren. Zum einen natürlich. Komm, wir versuchen nochmal die Nintendo-Galerie ein bisschen zu vervollständigen. Wird jetzt wieder so ein bisschen ruhigerer Part, ne? Er macht ja nichts. Und dann geht's auch wirklich beim nächsten Mal direkt los mit dem Terra-Tempel. Das kann ich euch jetzt aber versprechen. Part 23 ist jetzt, 24 wird dann der Terra-Tempel sein, 25 ebenfalls. Und spätestens 26 wird dann der Boss besiegt werden. So, spätestens. Ich hoffe, das wird aber schon im 25. Part so der Fall sein. Wäre schön. Und solange wird uns Medulli noch ein bisschen begleiten, denke ich mal. Solange unser Boot nicht untergeht und das... Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der rote Leuenkönig ein bisschen was aushalten wird. Ist das, denke ich mal, kein Problem. Jo. Du, Kerl! Ich habe neue Kameradinger für dich. Hier auf X. Nein. Was ist mit dir? Achso, ich muss dich erstmal erstmal ansprechen, damit du mir sagst, dass du die Figuren schon bereits abgeschlossen hast. So, hier ist einmal so ein richtig toller Kerl, der sieht aus wie, Waluigi, habe ich ja beim letzten Mal gesagt. Sehr interessant. Und der andere wie Wario, nee, doch nicht. Ich habe jetzt gedacht, der andere wie Wario, das würde ja passen, aber... Nee, aber der ist wirklich der Einzige mit einem Bart, mit so einem Bart jedenfalls. Ich weiß jetzt nicht, andere Ornis haben vielleicht da noch was anderes. So. Da möchte ich nochmal in den Raum von Draconia nachschauen. Einfach, um mal zu sehen, ob da irgendwas fehlt. Guck mal hier, Medulli. Und dann die anderen beiden Geizhälser. Gut, Medulli ist jetzt kein Geizhals, ne? Das muss man dazu sagen. Von denen haben wir was. Und das lasse ich jetzt mal auch ungeklärt im Raum stehen. Was ist mit dem? Von denen habe ich auch was, okay. Dann haben wir die wichtigen Leute, also die man wirklich nur einmal fotografieren kann, jetzt fotografiert. Wo ist Draconia? Das müsste doch ganz schön aussehen. Mit Klippen und allem. Das ist Draconia, oder? Ja. Oder mit Tüchern und Höhlen. Ja gut, das ist auch eine Möglichkeit. Es müssen jetzt zwei, nee, drei fehlen. Okay, hier ist Medulli. Das sind dann wahrscheinlich die auf der fliegenden Insel. Auf der Spur. Was auch immer hier hinkommt. Es fehlt Komori. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall, war das der hier? Erklärung. Fringil. Ja, ich glaube, das ist der verschwindet. Also wir haben auf jeden Fall die Figur. Kein Grund zur Sorge. Also jetzt haben wir schon 5 von den 6 Figuren, die man nur zu einem bestimmten Zeitpunkt finden kann. Das war jetzt der Orni, die Riesenkraken, Phantomganon, der Maskenkönig und was war noch? Tetra. Und es fehlt im Grunde nur noch ein Zwischenboss im Zephyr-Tempel. Die Legende besagt, dass es hier ein Tor nach Zephyr gibt. Des Weiteren besagt die Legende, dass ich hier eine kleine Gebühr verlangen muss oder irgendwie sowas.
Ich hätte gern... Warte mal, der Terry war da, ne? Dreh ich nochmal für den Spinner um? Ich habe überhaupt nichts. Wäre eigentlich besser. Ja komm, drehen wir nochmal für Terry um. Für den Terrier. Wäre eigentlich sehr passend, wenn Terry einen Terrier hätte. So als Hündchen. Der ist ja auch sehr einsam, so auf hoher See. Also das würde schon irgendwo passen, finde ich. Ja. Aber Makoros spielt jetzt nicht, ne? Jetzt haben wir schon Medoli an Bord und der sagt sich so... ah, zum Glück, ey. Kann mich noch ein bisschen rausreden hier an der Stelle. Kann ja wohl nicht sein. Es gibt hier Waisen, die ihren Job machen wollen. Gut, ich hindere sie jetzt natürlich auch so ein bisschen daran. Gib uns mal Futter. Ja, und kann ja wohl nicht sein, ne? Ich glaube, Makoros ist wirklich... Ich glaube, Makoros ist nicht so zuverlässig. Ich denke mal, auf Medoli kann man sich besser verlassen. Definitiv. Tja. Ich meine, der versteckt sich ja wie nichts Gutes. Medoli hört man ja schon von Weitem und man kann sich im Grunde schon denken, wo sie ist. Beziehungsweise man hört es halt einfach sehr deutlich. Aber Makoros hinterm Wasserfall, ganz ehrlich, das ist ein Arschloch-Move. Der will überhaupt nicht zu einem Waisen werden oder irgendwie sowas. Der will überhaupt nicht kooperieren, ja? Will gar nicht wissen, wie der im Zeugenstand wäre. Oder wie der überhaupt beim Verhör wäre, ja? Also ganz ehrlich. So ein paar Sachen kann man bei dem ja auch nicht machen. Ich denke mal so, ja, so als Krog kann man nicht mal eben so Waterboarding machen, weil das würde dem ja nur gut tun. So. Hier haben wir aber alles. Warte mal, Karte. Nee, den nächsten. Wir versuchen uns aber in der Nähe von dem Ort aufzuhalten. Was ist das? Waren wir da schon? Also hier waren wir noch nicht. Das ist sehr schön. Also bei der Fee hier anscheinend. Wir halten uns in der Nähe vom Terra-Tempel auf, sodass wir beim nächsten Mal halt einfach da sind. Da, da, da. Das ist eigentlich sehr passend. Yes. So. Zeig mal. Wo guckt Medoli eigentlich die ganze Zeit hin, ey? Auf die Kurbel da hinten, ne? Oh mein Gott, was ist das? Ein Wunderwerk von Technik. So, ja, ein bisschen Zeit ist ja noch. So, hier waren wir auf jeden Fall nicht. Weil das würde ich wissen. Das wäre mir ja aufgefallen. Sind die... Wie ist das eigentlich auf dem GameCube immer mit den Haaren gewesen? Ganz ehrlich. Das ist auch in Mario Kart Double Dash, dass die so ganz komisch... Fast schon... Mein Auge. Fast schon physikbasiert, durch die Gegend wirbeln. Ist mir jetzt auch gerade bei Medoli aufgefallen. So, einmal hier rein. Das dürfte jetzt aber mehr Pfeile geben. Das ist schön. Wird auf jeden Fall nützlich sein. Gib uns mehr. Gib uns, was wir brauchen. So. Ich bin gespannt, was es sein wird. Es wird nämlich sein, und man wird es gleich sehen. Komm schon, Link. Halt es hoch. Mehr Bomben. Okay, dann kann ich damit auch leben. Mit mehr Bomben kann ich auch leben. Das ist jetzt unser Maximum, ne? 999. Ja. Reicht aber auch aus, denke ich mal. Reicht auf jeden Fall aus. Kann ich dem Fisch auch so Futter geben, wenn ich am Land bin? Theoretisch ja schon, ne? Also, müsste gehen. So, einmal hier rein. Da ist der Fisch. Der jetzt natürlich... Futter haben will. So. Hier ist noch ein bisschen.
Ich finde es auch interessant, wie Link immer zur selben Seite hin das Zeug wirft. Aber Link muss auf dem Boot sein, oder? So. Das ist jetzt das südliche Feenkordinal. Kordinal. So. Unter den schwarzen Erdstellen auf Präludien liegt so mancher Schatz. Okay. Das Herzteil haben wir schon. Ist jetzt nichts Besonderes. Dankeschön. Danke für die Info. Mit anderen Worten, danke für gar nichts. Weil wir das im Grunde schon wussten und du eigentlich unnötig bist. Das müssen wir ihnen einfach mal direkt ins Gesicht sagen. Und direkt ins Gesicht, während wir wegfahren. Das ist immer passend. Ich sehe gar nichts. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Wo wir hin sollen. Wo ist die nächstgelegene Insel? Oh, das ist so schön. Ist das der Turm der Götter? Sieht so aus, ne? Ach, ich bin komplett daran vorbeigefahren, wo ich hin wollte. Ich habe ja auch gar keine Insel gefunden, die da wäre. So. Was ist das hier? Oh, da ist der Fisch. Bleiben wir mal hier. Ich glaube... Ohne Witz. Okay, jetzt erstmal Medulli im Sturm stehen lassen. Okay, ich weiß, wo ich als nächstes hin will. Erstmal hier hin. Was ist das für eine Insel? Was ist das für eine Insel, wo wir unsere Kraftarmbänder brauchen? So. Ich glaube, hier gibt es sogar einen Triforce-Splitter. Kann das sein? Yo! Hier gibt es einen Triforce-Splitter. Das ist gut. Dann haben wir das schon mal. Dann ist der Part schon mal nicht für gar nichts. Das ist gut. Das ist magisch. Ach nee, von hinten, ne? Aber dann explodieren sie auch von selbst, okay. Am besten überhaupt gar nicht erst anvisieren, oder? Können sie auch gegenseitig zerschlagen. Wenn ich mich nicht täusche. Dankeschön, aber ich würde ganz gerne hier Zeugs machen. So. Das wäre dann der erste Raum. Es gibt ja nur 4 Räume hier. Es gibt später noch so eine Stelle mit 50 Kammern, ne? Und dann kriegen wir im 30. Raum unser Triforce-Splitter, so viel ich weiß. Und für 50 kriegen wir dann, also für den 50. Raum haben wir dann etwas Spezielles. Ich bin echt gespannt. Ach komm. Numero uno und nicht Numero dos. Komm mit hunderten Freunden, verbrenne dein Dorf. Kann ich den anderen... Ach komm, der andere, der war so in Stellung. Den hätte ich sofort eine mitgeben können. So. In die Mitte stellen. Ist gar nicht mal so notwendig, hier so viel Schaden zu erleiden. So, rechts ist der Ausgang. Ach nee, das ist der Ausgang, oder? Ach komm, wir gehen hier rein. So. Hi. Ich hasse das mit den Anvisieren. So. Ich will denen immer nacheinander eine mitgeben, weil das halt auch nützlich ist. Aber nein. So. Oh, nee, das Herz. Das Herz hätte ich ganz gerne. Und jetzt fehlt noch ein Raum, oder? Ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall der gegenüber. Okay, es sind 5 Räume. Das sind jetzt noch solche Viecher. Also immerhin. Ja, stirb. Stirb und stirb. Stirb. So. Ich mag das, wenn man aus der Rolle einmal zusticht. Das ist sehr passend. Sehr actiongeladen. Sonst lassen die nichts liegen. Elendige Bokoblins. Oh, unsere Freunde sind da. Die Freunde der Nacht. Die Freunde des Nachtkönigs hier, ey. Muss ich euch fotografieren? Nee, ihr seid... Ach, keine Ahnung. Ich erlaube mir mal ein Foto von euch, okay? Ihr seid so stylisch mit euren Style.
Ja, Schwert raushalten vielleicht noch. Komm. Show me what you got, you stupid idiot. You have not the moves that I've got. Hello, what are you doing with your sword? You're not as good as I am. So. Ach, keine Ahnung. So komplett ruhig, komplett platt einfach irgendwelche Kommentare von sich rufen, die einfach, ja, die einfach so klingen, als wären sie direkt aus einem Text-to-Speech-Speecher, ja. Oder Bots. Bot? Kann man das Bot nennen? Ich weiß es nicht. So. Guck mal, hier haben wir noch ein paar Sachen, die wir mitnehmen können. Und dann haben wir hier unseren ersten Triforce-Splitter. So. Ich hoffe, das ist auch das, was wir brauchen. Ja. Also nicht, dass wir erstmal noch eine Karte brauchen oder irgendwie so ein Shit. Ich glaube, im Original hat man hier sogar eine Karte bekommen. Ich glaube, dadurch, dass die Triforce-Quest, also die Splitter-Quest für das Triforce-Stück, so erheblich verkürzt wurde, hat man jetzt einfach dort, wo die Karten sind, die Splitter reingepackt. Weil früher musste man halt sehr viele Karten von Tingle entschlüsseln lassen. Und das war halt so übelst nervig. Und ich finde es teilweise heute noch nervig, also in dem HD-Teil. Aber es ist halt verkürzt worden. Das kann man... Es ist halt besser als im Original. Das kann man jetzt nicht anders darstellen. So. Ja, das ist gut. Goodly good. Dann geht's jetzt weiter. Medley, medley good. Heißt ja Medley im Englischen, nicht Medley. Und im Japanischen? Dann glaube ich auch nicht Medley, oder? Ich würde jetzt ganz gerne hier klettern. Ich glaube, ich habe es mir verbaut, oder? Boy, fetter Leuenkönig. Manchmal kannst du echt nervig sein. Mit deiner Hitbox. Mit deiner schrecklichen Hitbox. So. Sind da Kanonen? Das sind Kanonen. Vielleicht sollte ich die erstmal außer Gefecht setzen. Wer weiß. Oder vielleicht erstmal die Gefahr, die dort oben ist. Hm. Kann ich mal gucken? Ach, guck mal, das sind ja... Ich glaube, die leben da unten noch, oder? Ist der tot? Ich weiß es nicht. Ich würde dich auf jeden Fall gerne tot sehen an sich. Ist auf jeden Fall das Bessere. Was ist mit den Lichtverhältnissen geworden? Hier war doch gerade so ein goldenes Dreieck. Da habe ich doch gesehen. Nicht unbedingt das Triforce, aber Ich glaube, man soll sich nicht von einem Blitz treffen lassen. Das hat mir der alte Vater Orca damals gesagt. Yo. Zwei mit einem, das ist schön. Ja, aber ganz ehrlich, die Kanonen. Ein bisschen getroffen. Aber macht nichts. Wir wissen, wie wir uns hier zu verhalten haben. Ich habe genug Fluch der Karibik-Filme gesehen. 5 an der Zahl. Ich weiß, wie man das hier überlebt. So. Einfach gut sein. Ihr werdet den Tag nie vergessen, an den ihr Link beinahe geschnappt hättet. Einmal hier hoch. Da, okay, dankeschön. Den höchsten Punkt mit der Welle erreicht. Das heißt, weniger Geklettere für uns. Das ist immer sehr schön. Ach, komm. Noch ein Stück, komm schon. Ja, klar, man hätte die Viecher natürlich auch schon früher besiegen können, aber... Ja, also die Kanonen. Da müsste man hier nicht zweimal hoch. Oh, ein Herzteil, ja. Das sieht man doch gerne. Ich glaube, das zeigt der Typ mit seinem Fernrohr auch ganz gerne mal an, ne? Wo man hin muss. Aber diese direkte Steuerung. Manchmal ist er sich wirklich sehr direkt am Umdrehen. So, hier wollte ich noch hin. Da war doch der Fisch, oder nicht?
Ich will euch mal tot sehen. Ja, komm. Schlacht auf dem Wasser. Wir cleanen die Gewässer. Eigentlich kann man das Boot selbst sehr gut treffen, ne? Ja, mit unserer neuen Reichweite an Kanonen ist das keine Sache für uns. Kommt irgendwas raus? Ich würde ganz gerne den Typen, den Fisch sehen. Wo ist denn der hin? Der fehlt hier noch. Und ich habe den doch vorhin noch gesehen. Da, da jumpt der rum. Der jumpt immer woanders rum. So ekelhaft. Hauptsache um die Insel, aber irgendwo wird er sein. Oh. Das kann aufregen. Jo. Was sagt er uns jetzt? Was wir auch machen könnten, wenn wir schon mal dabei sind. Klar, jetzt ist jetzt vielleicht nicht so wohl überlegt mit Meduli dabei, aber ach komm, wir stellen alles nach hinten hier. Goldene Dreifuß. Ja gut, das haben wir schon. Den Schatz des Goldenen Dreifuß haben wir schon gefunden. Das ist einer der Schätze vom Goldenen Dreifuß. Aber hier in dem Gewässer... Ach guck mal, genau da wollte ich hin. Das ist genau die richtige Insel, da wollte ich hin. Hier müssen wir eigentlich nur rein. Weil da ist auch direkt ein weiteres Triforce-Splitterchen. Ja, komm, so einfach drauf losballern und dann kommen wir schon rein. Selbst mit Meduli, oder? Ja. Wird die jetzt auch da drinne sein? Warum ist die denn jetzt hier nicht im Boot? Das macht wenig Sinn. Ich hoffe, das bringt das Spiel jetzt nicht zum Kaputisieren. Kaputisieren ist ein sehr tolles Wort. Wow, okay. Ja, die nervigste, der nervigste Teil des Spiels, das nervigste Drittel, wird jetzt mal eben in einem Part abgehakt, natürlich. Ha, wie episch. So. Und es gibt irgendwo noch so Schiffe, die irgendwo rumsausen. Und ich glaube, da ist auch was drin. Ach, und hier ist noch eine Triforce-Karte drin. Okay. Ja. Das ist schon mal so ein bisschen Vorbereitung für später, ne? Okidoki. Da kommen wir hier wann anders mal hin, ne? Weil die müssen wir erstmal von Tingle dechiffrieren lassen, diese wundervolle Karte. Oder muss ich hier alle zerstören? Nee, oder? Hi. Ja, ich bin... Warte mal. Ja, komm, machen wir dich erstmal kalt. So. Ohne Rücksicht auf Verluste. Mal sehen, was hier drin ist. Die könnten jetzt gute Schätze haben. Die könnten sogar einen Triforce-Splitter haben oder irgendwie sowas. Oder eine weitere Karte, ich weiß es nicht. Oder ein Herzteil. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Wo ist die andere Stelle? Guck mal, da sind noch zwei. Können wir uns direkt mal aneignen. Ich hoffe, hier ist ein Herzteil drin. Ich hoffe, wir werden hier noch ein weiteres Herzteil finden, weil es bietet sich jetzt so an. Wir haben sie alle vernichtet. Ah, Kohle. Ist doch genug hier. Es gibt doch genug Kohle auf der Welt. Komm, noch ein Stück. Genau hier. So, das muss es jetzt aber sein, oder? Da muss jetzt was drin sein. Es kann auch ganz woanders gewesen sein. Irgendwo in einem anderen Gewässer. Aber diesen Turm haben wir schon mal geklärt. Ja, gut. 150 Rubine, warum nicht? Einmal querfällt ein durch die gottverdammten Geschosse.
Wer ist das? Das hier. Futter für die Fische. Jetzt mal Futter bei die Fische. So. Okay. Gib mal das Ding her. So. Nochmal den Dreifuß. Also ganz ehrlich, ich weiß schon langsam alles über den Dreifuß. So wie du das hier darstellst. So oft wie du ihr, wie ihr ihn erwähnt. Ich weiß nicht genau wohin. Ja gut, der Part ist jetzt auch so gut wie vorbei, ne? Also es würde sich jetzt auch lohnen, Richtung Terra-Tempel zu fahren. Ist ja jetzt nicht so weit weg. Ich bin jetzt noch so ein bisschen davon abgeneigt. Es gibt auch noch eine Mission mit den ganzen Crocs. Das könnten wir dann mit Makoros zusammen machen, ne? Weißt du, wir sind immer so einsam auf der hohen See. Da brauchen wir einfach mal Leute. Da brauchen wir Leute, die wir zu Aufgaben verdonnern. Wie zum Beispiel das Deckschrubben, ja? Der rote Leuenkönig, der ist schon so verdreckt durch die ganzen Abenteuer. Der war ja auch mal, okay, hier kommen wir später hin. Da kommen wir definitiv später hin. Was ist da? So. Und später wird es halt Makoros machen. Ich denke mal, der wird kein Problem damit haben. Okay, hier will ich auch noch keinen Fisch setzen. Aus dem Grund, da wir hier den Enterhaken brauchen. Oh, aber was wir jetzt mal machen können? Wir sehen es schon. Ja, wobei, da gibt es eine Rubine, ne? Ach, dann halt nicht. Egal. Jetzt nur einmal drinne. Der hat auch nicht so viele Augen. Der ist in 0, nichts erledigt. Oh, einmal komplett daneben geschossen. So, da drüben ist noch ein Auge. So. Medulli total terrified an der Stelle. Natürlich. Bei so vielen Augen. Ich finde das echt ekelhaft. Jede Art von Riesenkrake. So, und das letzte Ding. So. Also hier dürfte eigentlich nichts mehr Wichtiges drin sein. Ich gehe jetzt eigentlich nur noch von den 200er Rubin aus, wenn überhaupt. Aber die See einfach mal so ein bisschen zu klären, das ist jetzt nicht so am Schaden, denke ich mal. Das schadet nie. So. Können die ganzen Seefahrer auch mal hier einfach so durchfahren, ohne Probleme zu kriegen. Ne? Ah, guck mal. Nur ein 100er? Okay, das ist aber schon geizig. Das wollte ich jetzt nicht. Was machst du, Link? Bitte mach dich schnell auf den Weg zum Terra-Tempel. An Bord, oder? Dir hat das jetzt gesagt, weil wir zu oft an Bord gekommen sind, oder wie? Okay. Haben wir sonst noch was? Ja, ich habe jetzt so ein bisschen die Angst, dass sie gleich ausrasten wird, so komplett. Okay, hier haben wir noch einen Riff. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal markieren. Wo ist der Fisch? Dann geht's in der nächsten Session an den Terra-Tempel. Was kann nicht sein, der Kerl, der macht mich fertig, ne, der Fisch. Wo ist der? Das macht er mit Absicht, ne? Aber sind wir hier nicht schon mal... Ne, hier waren wir noch nicht. Es kann sein, dass wir hier schon mal gewesen sind. Aber ich habe den Fisch anscheinend nicht gefunden, oder? Springt der da drin? Warte mal, was? Da, da! Ekelhafter F... Ich glaube, ein Areal tiefer, also im Süden, da gibt es noch eine Mission, wo man ihn, wo man diese Fische einmal abschießen muss oder irgendwie sowas. Mit Pfeil und Bogen. Wird auch noch Spaß machen, da gibt es ein Herzteil für. So. Fünf Augenriff.
Okidoki. Oh, echt, das ist echt warm aktuell. In dem Wald von Preludien ist eine Fee. Dankeschön für die Information, die ich also überhaupt noch nie gehört habe. So. Was haben wir da? Warte mal, welche von den beiden Inseln ist jetzt die Terra-Insel? Das müsste... Die sieht eigentlich eher danach aus. Das ist auch die. Gut. Wenn hier keine Zwischenmail ist, dann geht's eigentlich direkt dahin. Ja. Wobei, ein Herzteil können wir uns noch holen. Und die Folge ist auf jeden Fall über 30 Minuten. Das ist sehr schön. Okay, warte, da ist auch noch ein Vieh. Ah, kommen wir später hin. Kommen wir später hin. Was nicht markiert ist, wird uns später noch auffallen. Also, es ist auf jeden Fall in dem Sinne besser. Es ist nur vom Vorteil. Es ist noch ein... Das ist noch ein U-Boot. Ach, komm. Also, wenn hier noch ein U-Boot ist, direkt auf dem Weg sogar, tut mir leid, aber da muss ich rein. Es kann ja immer sein, dass da was Wichtiges ist. Wow, ich bin ja eigentlich... Was muss ich jetzt hier machen? Einfach nur überleben, oder? Welche Art von Überleben soll ich hier wählen? Ich muss euch ja noch fotografieren, ne? Fällt mir ein, ja. Kann vielleicht einer mal herkommen? Nicht so... Soll jetzt nicht so nah ranzoomen, Link. Ja, mach ein Bild von der Bombe, die gleich explodiert. Ist das so klug? Ich glaube, ich soll Futter vor den Eingang legen, oder? So war das doch. Hier ist auch noch ein Eingang. Nee, okay, das sind nicht die... Das sind anscheinend böse. Aber sind das endlich viele, oder? Wie habe ich mir das jetzt hier vorzustellen? Das sieht nämlich so aus, als würden hier unendlich viele rauskommen. Die holen auf jeden Fall da ihre Bomben her. Okay, es sind weniger. Schön. Ich habe jetzt echt... Das war echt ein bisschen überraschend jetzt. Okidoki, dann haben wir heute einen richtig langen Part hinter uns. Eine richtig lange Seefahrt. Können wir uns beim nächsten Mal ja freuen auf den nächsten Dungeon. Oh, ich weiß gar nicht, wo der nächste Speicherpunkt ist, also falls wir so zurückgesetzt werden. Also, ja doch. Was auch immer hier jetzt drin ist, es ist schon mal gut, dass wir es haben. Noch eine weitere Schatzkarte, ja, definitiv nützlich. So. Und ansonsten, ich würde auch sagen, der Part war allgemein recht... Recht gut. So, also jetzt nicht von der Stimmung, weil ich... Wenn mir so warm ist, dann bin ich vielleicht nicht so gut gelaunt. Keine Ahnung. So. Dahin. Dann begeben wir uns mal direkt dorthin. Ohne über loszulaufen, ohne 200 Mark einzusacken oder so. Ach, ich komme eigentlich von einer ganz anderen Seite, aber was soll's. Ist auch schön, dass die Zeit stehen bleibt. Meduli, lausche aufmerksam meinen Worten. Dieser Tempel ist ein gefährlicher Ort, an dem furchtbare Monster hausen. Sie haben dem letzten Weisen das Leben geraubt. Befolge also bitte diese Anweisungen. Wenn Link in der Nähe ZR gedrückt hält oder drückt, dann folge ihm ohne Widerworte. Und wenn Link A drückt, wo auch immer er das drücken soll, dann vertraue ihm und knie dich hin, sodass er dich tragen kann. Okay. Und du, Link, ja, wenn Meduli an einer Stelle in dem Tempel nicht mehr weiterkommt, dann spiele den Taktstock, mit dem Taktstock das Musikstück, das du im Turm der Götter gelernt hast. Hast du mich verstanden? Du beschützt Meduli, Link, und Meduli hilft dir. Ihr müsst unbedingt Erfolg damit haben, damit das Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke, ja, zurückkehren kann. Ich wollte aber noch ein Herzteil holen, das hätte ich auch früher machen können. Ich war nur zu blöd dafür. Ansonsten geht es hier beim nächsten Mal weiter. Bis dahin.
Tschüss und bye bye. Oh, so wenig Herzen.